eher knapp werden. Ja. Ich denke schon, die Weisern kann es hier nochmal gut gewinnen, aber es wird, ich denke mal, kein leichtes Spiel werden, wenn Cash auch eine Map eben, wo alle Spieler viel Erfahrung haben und auch viel reißen können. So, okay, ich würde sagen, wir warten jetzt ganz kurz, bis es losgeht. Ja. Ganz kurz dauert es noch. Und in der Zeit sind wir ganz kurz mal auf Twitter unterwegs, weil der Sini macht nämlich gerade, machen Sie einfach ein bisschen Werbung für Sini. Der Sini hat sich voll viel Mühe gegeben, der hat nämlich so eine Umfrage gemacht, ne, auf seinem Twitter-Account, da könnt ihr ihm gerne mal folgen. Und der erzähl einfach was. Genau, ich habe eine Umfrage gemacht, die haben auch viele daran teilgenommen, so über 1000 Leute. Und jetzt eben mache ich eine Auswertung und poste mal ab und zu eine Statistik. 1000 Leute, so viel? Haben teilgenommen, ja, genau. Und jetzt im Endeffekt eben die Auswertung von der Statistik mit ein paar Ergebnissen, die vielleicht interessant für die für einen oder anderen sind. Also gerade zum Thema AIM-Training, also da können wir gerne folgen, @xqzrtv, poste ich in der Regel eben öfters, weiß nicht, pro Woche 2, 3 Grafiken, neue Ergebnisse, die ich gefunden habe. Sehr nice. Und ja, es sind ein paar, glaube ich, ganz coole Erkenntnisse, auch vielleicht für jüngere Leute, die noch gucken wollen, wie so die guten Spieler spielen. Da guckt gerne vorbei. Auf jeden Fall sehr, sehr geile Sache. Da kommt ein bisschen der Student in dir raus, ne? Sehr Statistik voll, und so. Die Masterarbeit ist schon mal geschrieben. Wie viel trainiert ihr? Ja. Das ist die Masterarbeit, die Sini schreibt. Das ist genau sein Ding. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Vielleicht kommt ja irgendwann nochmal eine Statistik, welche Map spielt ihr gerne oder so irgendwas. Oder irgendwas anderes. Es gibt ja tausend Sachen, die man auswerten genau kann. Genau, ne? So erster Gedanke, Aim-Training, so allgemein, Deathmatch, wie man trainiert, wie oft und da im Zusammenhang mit Alter, mit Rank, mit Teamerfahrung, mit Status und da, also wenn ich zukünftig nochmal eine neue Umfrage machen zu was Neuem, aber erstmal die ganzen Daten noch auswerten. Ja, wird gut zu tun. Tja, da hat sie auf jeden Fall das Studium gelohnt, wie gesagt. Das Einzige, so, was ich in CSGO mit übernehmen konnte. Ein Semester Statistik auch, ein Semester Mathematik und Statistik und da bist du einfach drin, ne? Ja. Geht mir genauso, ne? Alles in R reingeschmissen. So, ja, so ein Programm, so. Ne? Ja, und genau. Machst du alles in R rein und Abfahrt, ne? Ja, ja, läuft, ne? Ja, genauso wie hier die Abfahrt ist. Also zweite Map geht los. DE-Cache. Entropy Gaming gegen die Vison. Aktuell steht es hier 1-0 für die Vison, die eben zuvor souverän Inferno gewinnen konnten. Ja, und jetzt heißt es für Light an der Deagle, der Rest, der mit Kevlar ausgeräumt ist auf Sünden, der hat noch das Deathkit dabei und eine Smoke. So, da gibt es erstmal einen netten Clash in der Mitte. Offensiv wieder aufgebaut, also Entropy kennt auf jeder Map. Ja. Immer nur die W-Taste nach vorne. Oh, und die Headshots sieht es aber auch. Also die Maus-1-Taste und die W-Taste. Beide Tasten gut im Anschlag. Oh, Aika da auch schon mega weit durch. Da wollen sie eigentlich den B-Split, Mann. Ist die Bombe getroffen. Oh, Light! Der packt einfach nur das Deagle-Brett aus. 3-2 Situation. Und sie sind auf A durch. Also Alex hat die Situation genutzt und nimmt jetzt direkt das K ein. Oh, da wird er jetzt vielleicht auf dem Schirm haben, oder? Und er macht den Frag. Damit hat er zumindest seinem Mate erstmal den Raum ermöglicht, hier schnell rüberzuziehen. Die Frage ist jetzt, wie schnell kann Entropy Gaming da nochmal eingreifen. Und er muss halt crossen irgendwie. Ja. Und damit sind sie da. Sie haben auch Deathkit. Oh, schöner Frag von Ultimate. Und der zweite ist schon Richtung Highway da. Die Bombe kann nochmal gepickt werden. Eigentlich gute Ausgangssituation für Ultimate und Mali. Die müssen jetzt nicht mehr großartig einzeln aufs Duell gehen. Die haben auch genug Zeit, weil sie halt auch das Deathkit dabei haben. Dann wollen sie Alex gemeinsam rausnehmen. Da kommt der Refrag und da ist dieses gemeinsame Vorgehen, was sehr gut geklappt hat. Schöne Runde auf jeden Fall. Und damit holt Entropy Gaming am Ende das 1-0. Aber da ist wieder viel, viel Feuer am Anfang der Partie, muss man sagen. Viel Offensives. Man versucht gemeinsam vorzugehen. Auch ein paar Einzelaktionen. Das macht Spaß auf mehr. Zum Zuschauen ist es auf jeden Fall immer sehr interessant. Beide Teams einfach hart irgendwie am Push, am Lurken. Aika pusht B durch. In der Zwischenzeit Alex R pusht A durch. Also es ist wirklich hin und her gepusht und überall wird die Lücke gesucht und auch gefunden. Ja, in diesem Fall Entropy Gaming, schon ein Retake, wie du schon gesagt hast. Beide nochmals hier entschieden, über rechts zu pushen und da den Trade Kill zu setzen. Und jetzt die Weise und Bombe aber gelegt. Daher nochmal die Pistols und Light. Macht die Runde auf mit einer netten Deagle-Schelle. Und aktuell ist keiner auf dem A-Retake vom Auto aus. Da steht nur Ultimate. Ja, da wird auch nochmal ein nice Shot gegeben. So, und es geht auf. Man wartet aber noch ein bisschen. Man hat natürlich nicht viel dabei. Ein paar Pistolen, man kauft dann nächste Runde rein. Und
Ja, Alex, er wieder mit Lurken. Schau ihn dir an. Ja. Der wartet natürlich. Das ist seine Chance. Ja? Ne, man verpasst sich so ein bisschen noch. Alex schaut halt, dass er irgendwas von B pusht. Und ja, den hört er jetzt steppen. Das ist sein Moment. See you later! Da kommt perfekt. Sogar der passende Skin zum Ausdruck. Ja. See you later. Da ist er weg. So, jetzt wartet er noch ab. Der hat sogar die Chance, eine Waffe zu bekommen. Und wenn alle drei Spieler gekreuzt sind, kann der super über die Mitte nachkommen. Mit einer Waffe in der Hand. Und da stehen sie bereit. Wie auf Präsentierteller. Oh, macht den ersten und macht zusammen stark. Mit Chris K. zu. Starkes Ding. Oh, zusammen mit Chris K. zusammen. Das ist gut. Richtig gut. 1-1. Die Weisen schlägt direkt wieder zurück. Hat er es noch geschafft, die Farmers ihm in die Hände zu schießen? Nein, oder? Ich hab mir doch so aufgehoben. Wir haben schon mal versucht von Alex ja. noch zum Schluss da die Awareness zu haben, nicht sich selber abzufeiern, sondern wirklich noch einfach die Famas Richtung Mates vorzuschießen. Ja, so schnell kann es gehen. Also eigentlich, ich finde es schon eine Entscheidung, dass man Entropy sagt, lass mach A-Retake spielen, wir ersten Track kassiert. Mhm. Aber dann zum Schluss einfach Alex, ja, wirklich perfekter Lurk. Sehr schön gemacht. So ein bisschen Contact vor W wird gesucht. Ja, und da will Sühne ein wenig zu viel haben. So, dann werden mit ein paar Leuten reingeprefight und zwar exakt mit zwei. Ja, und Alex in seiner Paraderolle vor B. Ne? Kennt man ja oft genug. Alex ist der B-Spieler schlechthin in jedem Team, wo er bisher gespielt hat. Wenn er eins kann, dann ist es vor B gehen und Halligalli machen. Sie gehen sogar B, also ein B-Split über Mitte, über einen Schacht noch, jetzt noch jemand Mollys. Oh, Trip im schönen Timing. Könnte mit Glück. Ah, aber Chris K. passt hier gut auf, veraimt aber ganz gut nochmal. Dafür Alcat mit dem Trade-Kill. Also kann hier Trip das Leben retten, 4-on-4. Aber ich glaube, man geht auf Exits. Ja, man will erstmal die Sachen saven. Man hat eine M4, man hat sogar noch Weste, man hat Helm, man hat Pistols. Einfach die Runde möglichst teuer machen. Und den Gegnern eventuell noch ein paar AKs rausholen. Ja. Die Runde wird an die Weisen gehen. Wenn die schlau sind, gehen jetzt alle Base weg, weil Skrunk hat die City Base eingenommen. Ich glaube, auch Skrunk flamed die Mates gerade rein. Light, geh weg vom Sunroom. Base ist safe. Gib ihm keine Waffe ab. Ja, gut gemacht. Auch da diszipliniert, runterspielen, nicht auf Frags geiern. Es ist 1-1 am Anfang vom Spiel. Ja. Jeder Frag ist wichtig, jede Waffe gesaved. Die Waffe ist wichtig. Möglichst gut das Geldpolster aufbauen. Gelungen. Ja, besonders weil man bei Entropy nicht wirklich großartig reinkaufen kann. Deshalb, man wird dann nochmal mit der einen Rifle ein bisschen arbeiten bei Acker. Und ansonsten noch eine Pistole rüber getroppt. Das heißt, Mali bekommt noch eine Deagle. Und das war's. Mehr ist nicht drin in die Runde. Das heißt, man wird hier mit ein paar Pistolen und viermal Kevlar versuchen, einfach das Beste draus zu machen. Ohne Granaten, IK geht halt, ey, das ist so ein Fuchs, ne? Der geht immer nach vorne. Egal wo, Inferno, B, Cash, ja, bisschen Mitte. Bisschen jemanden bekommen, dann bleibt er stehen. So, Ultimate in der guten Position. Da auch vielleicht in einem guten Winkel einen Spieler rauszunehmen, an eine Waffe dran zu kommen. Wenn man sich halt zum Beispiel entscheidet bei den Weisen, eher langsam vorzugehen. Also den Take mal mit der, also Alka mit der M4 schon mal rausgenommen. Es soll wieder eher ein B-Split werden. Wieder zwei Spieler vorm B. Oh, die stehen aber echt gut auf diesen Anti-Push. Sei es Richtung Mitte oder sei es Richtung Squeaky oder wo auch immer. Das können sie easy peasy abfangen. So, zwei Spieler noch auf dem B-Spot. So, Alex passt auf und der letzte ist jetzt genau in dem Moment bekannt. Da will man eigentlich verhindern, dass er die Waffe bekommt. Nee, doch, will man. Skrunk rennt voll rein. Bombe geht jetzt auf A-Spot und da geht man auch schon. Nee, man geht doch nicht jagen. Jetzt geht man jagen zusammen und macht die Zange zu. Einer geht erstmal nur abheben, das ist Light. Und Trip ist halt eingekesselt. Die Bombe kann ohne Probleme geplantet werden. Geht aber auch jetzt kein großes Risiko, einen pusht da einfach rein wie dumm Brot, sondern wartet ab. Und macht es ganz entspannt. Ja, sehr gut. Ja, ich glaube, dass jetzt Skrunk langsam Gefühl entwickelt hat, wie Entropy spielt. Also wir haben schon gesehen, vorhin auf Inferno, einfach ein Team, was immer aggressiv spielt, immer offensiv pusht, immer ausschließt, vor allem in der Unterzahl. Gerade dann will man die Info haben auf der CD-Seite bei Entropy und nochmal ausschließen. Das ist aber eben die Ruhe weg und dann nochmal einfach nur abwarten.
und Entropy hier ins Messer laufen lassen. Jetzt Aika mit einem schönen offensiven B-Move. Wird ja glaube ich nochmal weggehen. Molly, nee, Molly kommt nicht. Also Aika jetzt mit der Chance, den Entropy zu setzen am B. Ah, verliert Zoll gegen Light. So, was ist die Antwort von Entropy? Erstmal wieder ein offensives Spiel. Oh, der wird abgamed. So abgamed. Das ist das Ding, was ich meine. Also, sie müssen einfach einen Mix finden. Nicht jede Runde offensiv gehen, weil mittlerweile weiß Grunky und auch das ganze Team ganz genau Bescheid. Entropy gerade, wie ich schon gesagt habe, wenn sie in der Zahl sind, dann kommt der Push auf 100% durch. So. Oh, Trip! Oh, den hätte er irgendwie mal haben müssen. Irgendwie. Da schreibt Skrunk sogar XD oder was? Nimm sich die Zeit nochmal, um XD zu posten. Die hat man. So, Mali, der letzte verbleibende Chris K. schießt ihm da direkt ins Gesicht. Ach, schade eigentlich, schon erlaubt von ihm. Also nochmal eine Echo, wir sehen es eben. Nur ein paar Pistols bei Entropy Gaming. Und man spielt trotzdem erstmal ein 2-2, 2B, einer Mitte, 2A. Also ganz klassisch hier, Aika wieder Vollgas nach W vorne, hat in die Kiste geschlichen. Sinn gibt einen kleinen Bait, mit dem Smoke durchschießt ein bisschen, versucht Alex eher in die Schüsse oder in die Waffe von Aika rein zu baiten. Und Patrick, der geht hier langsam Mitte vor. Backup von den Mates, Flash Richtung Whitebox. Ja, mal gucken, die Vase hat jetzt Mitte eingenommen, also sie haben jetzt... Ja, sie können alles machen. Sie können B splitten, sie können A splitten. Mir ist sogar bekannt, soll gesplittet werden über B, über den Schacht. Ja, und Alex, der holt die Nummer 1 weg. Aika hat noch eine Kiste, der ist hier nicht bekannt. Na, ist ein Riesenvorteil jetzt für die Weisen. Kessel jetzt erstmal den Spieler ein. Und Skrunk kann da den Frag setzen. Damit hat er keine Probleme, haben wir immer noch Grip an der Diegel. Oh, Nummer 1. Und Patrick macht direkt den Reflag. Damit der B-Spot gefallen, die Bombe muss aber noch gepickt werden. Und... Das muss von Alex passieren. Geh nicht zu zweit vor. Nehmen dann lieber oder halten dann damit lieber mit dem Spieler Wendt. Das macht Patrick. Der erste wird rausgenommen. Der letzte ist bekannt. Und das wird von Chris K. einfach übernommen. Boah, Mali, nice. Nochmal gut reingeaimt. 2-1 Situation. AK in den Händen, keine Kevlar. Und das könnte er theoretisch eigentlich nochmal versuchen. Also viel Schaden wie möglich jetzt veranstalten. Wäre hier nochmal eine gute Alternative. Hol die Runde jetzt. Und Mali versucht es. AWP nochmal gewechselt. Oh, er versucht den Schuss zu machen. Nochmal auf die Box. Kann er den Spieler treffen? Er wartet halt. Drückt nochmal ab. Und dann war's das. Alex zieht rein. Alex beendet es. Dann hat man kurz, kurz geschwitzt. Da ist die Perle runtergelaufen. Jetzt mal schauen. Aika auch bisher kein gutes Spiel gemacht. Mit der AWP auf der CD-Seite hier auf Cash. Meistens die Duelle hier verloren gegen Light. Mal gucken, ob er nochmal Richtung B geht. Also man spielt nochmal 2-1-2. Aika wieder Richtung B mit der AWP. Mali und Ultimate. Nochmal der Main Move. Diesmal beide. Oh, sie boosten Shroud sogar hoch, okay. So, erstmal wieder. Oh, sind lebgefährlich. Weit gesplittet. So, Skrunk. Auf der Suche nach der Öffnung. Ja, also ich finde es gut, dass die Vasen jetzt erstmal sagt, wisst ihr was? Entropy push einfach so unglaublich gern. Lass einfach erstmal, lass die Minute lang einfach nur abschimmeln. Einfach nur warten. Schöne Flashbang. Ja, Alex, er kann die Smoke-Effekt ausspielen. Und jetzt lurk ihn weg. Ah, dafür ist die Smoke jetzt gefadet. Jetzt kann er einfach nur warten. Und ich denke mal, das lässt er sich nicht. Er glaubt, dass er nach rechts in der Wand reingeschlichen ist. Er nimmt die rechte Kante ab. Ja. Wenn es dann ein bisschen baiten soll. Und sie gehen im Vent rein. Und der Spieler ist bekannt. Oh, so, der wird direkt auf den Fall gegangen. Und Patrick macht Frag Nummer 1. Aika Richtung Side. Hat jetzt eine Mammutaufgabe vor sich. So, der wurde direkt gesehen. Kann den ersten machen. Patrick. Oh, die Flash kommt gut rein. Patrick verteilt da noch ein bisschen Schaden. Aber 19 AP reicht nicht ganz, um die Situation hier zu klären. 3-3 Situation. Steht unten bereit. Mali kann nicht einfach durch den Smoke pushen. Ultimate wartet immer noch. Vielleicht kurz da oben eingenickt auf dem Shroud. War ja auch bisher sehr langweilig für ihn, der dürfte keinen Schuss abfeuern. Ja, sie haben noch zweimal Lotus. Sie könnten Spot komplett wegmollen.
Oder auch einfach eher Ventroom hier vor B machen. Machen sie jetzt auch. Aber guter Konter von Divison. Oh, Triple Mali mit den ersten zwei Frags. Letzter Mann jetzt Light gegen drei. Bombe ist für ihn gelegt. Holt Nummer eins. Bombe aber abgesmoked. Gute Flash ist nicht ganz blind. Und die zieht nicht durch. Und den zweiten. Und Light. Durch die Smoke durch. Er ahnt's nicht. Er zieht durch. Nein. Oh, Mali. Der zieht hier durch. Light weiß nicht ganz sicher. So ein schöner zweiter Shot. Und dann dachte, dass der zweite Spieler auch noch Headshot wäre. Schade, Mann. Echt schade. Nach dem zweiten Shot. Vor allem, er hat sogar noch in die Smoke auf die Gegner reingeaimt, aber nicht abgedrückt. Auch da schöner Retake von Entropy. Also schön die Mollys geschmissen, dass keiner von B pieken kann. Auch Spot Molly geschmissen, eine Flash. Und dann eben durchgejoggt. Und schön besprochen, wer hier was abaimt. Und diesmal das Dreier Setup Mitte. Wir sehen es eben, Sinn. Zusammen mit seinen zwei Mates. Und es gibt einen Gegenboost. Oh, müssen der Molly hören, hören. Ja, der Tick ist halt runtergegangen. Kreuzfeuer kann hier super entscheidend sein. Skrunk wartet da schon. Oh, das Kreuzfeuer könnte aufgehen. So, nochmal die Smoke hinterher. Mali piekt nach oben. Light verschießt mit der AWP und da warten sie zu zweit. Vielleicht jetzt einen frechen Boost hinterher. Oh, und die wollen perfekt boosten. Wie frech. Wie frech von Mali. Und Mate. Oh, geht das auf? Mali sitzt halt oben auf dem Boost. Geht runter. Oh, oh, sitzt auf Patrick. Er macht den Frag. Er wartet immer noch Richtung Main, aber da wartet Chris. Kurz den Fokus auf die eine Position gehabt. Da hat er gewartet, dass dann nochmal der Spieler aus der Garage nachpusht. Aber da ist Chris K. ein Stückel früher aufgestanden. Der steht hinten Richtung Squeaky. Bin ich gerade auf deinen Kopf ja gefallen. Ja, bist du. Oh, oh, geil. Ja, vorne. Jetzt mal gucken, Entropy Gaming bisher meistens in solchen Runden eher dann nochmal offensiv gespielt. Aber diesmal scheinen sie ihre Lektion gelernt zu haben, vorerst, und bleiben halbwegs defensiv stehen. Aika mit einem guten Timing kann die Flash öffnen, aber oh, da joggt einer durch, ein eiskalt, aber oh, schöner Headshot von Aika. Aika vielleicht mit dem zweiten, wird jetzt abgesmoked, jetzt vielleicht der Retake. Oh, Trip aus dem Schacht raus, Trip und Light, und Trip kann ihn nur einholen, aber Ultimate mit dem Trade Kill. Letzter Mann, Chris K. am Spot. Ja, und der sucht jetzt erstmal das 1 gegen 1, will Aika versuchen rauszunehmen an der AWP. Das ist eher die gefährliche Alternative, die da auf ihn wartet, und er schafft es nicht. Sie überleben mit zwei Spielern. Das ist natürlich trotzdem ein Riesenproblem, weil sie sich kein Geldpolster aufbauen können und die Weisen, um einfach mal drauf einzugehen, durch diese Winstreak, die haben ja immer fast drei Leute durchgebracht und auch sehr oft ja hier Geld ansparen können. Das ist halt super, ne? Ja. Die haben sich halt hier angefangen, Geldpolster aufzubauen, was sie irgendwie nie abarbeiten mussten, besonders in der Runde Flawless. Da lacht das Geld. Und Entropy Gaming läuft immer noch dem Geld hinterher. Die müssen jetzt die nächste Runde holen. Ganz, ganz wichtige Sache. Und Aika frech nach vorne. Macht er den Frack! Er macht den Frack! Das gibt's doch nicht! Und er bleibt jetzt einfach stehen. Wie frech ist das denn? Zieht doch mal raus mit der Flashbang. Leid, und Leid, der hat überhaupt keinen Bock, da rauszugehen, oh, aber er macht den Frack, das gibt's doch nicht. Was ist das denn? Ich habe keine Ahnung, wer den gemacht hat. So unmöglich. Der war doch im Hüpfen. War das ein No-Scope? Auf jeden durch die Wand nicht durch. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, so kann man auch mit AWP spielen. Da war jetzt wirklich, da war Aika wirklich chancenlos. Na, jetzt mal gucken. Sinn wird hier weiterhin allein am B gelassen. Mali mit einer Support-Flash. Also hier in der Mitte close. Sobald Sinn hier was hört, kann er eben supporten. Und Trip soll hier erstmal Connector halten. Also sie spielen im Endeffekt wieder zwei Mitte, die schnell zu A oder B schieben können. Jetzt kommt der Argo. Jetzt Rotation. A, Retake vom Auto aus. Ultimate pusht hier ein bisschen vor an die nächste Position. Da wird direkt nach vorne gegangen. Der geht vor in die Smoke. Der will durch die Smoke gehen. Ich rieche es schon. Und mit der Flashbang. Die sind blind. Die kommen nochmal Richtung Side. Oh, Ultimate. Da fällt den Rücken. Der macht nur eine. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist Strip, der nochmal eine Molotov draufschmeißt. 3-2 Situation. Das ist so actiongeladen, dieses Spiel. Wir haben so viele Clashes Richtung Side. Das ist unglaublich. Und da wird sehr viel versucht, offensiv nach vorne zu gehen. Ich call Durchschuss. Also Ultimate war doch drauf auf dem ersten Kopf. Der hat sogar schon weggezogen. Er dachte, er ist tot. So, und Zyn wartet auf seine Chance. Der hört natürlich beide steppen. Tür aufgemacht. Und was? Ich würde echt gerne den AWP-Shot von Light sehen.
Wir holen uns die Demo und analysieren Und das. Und Ultimate, der hat eigentlich so schön ruhig geblieben, aimt auf den ersten Kopf, macht einen Schuss, wechselt zum zweiten Kopf und merkt dann, ja, der erste ist irgendwie nicht gefallen. Das gibt's nicht, ey, was Light hier gerade umdrückt. Ich habe mir leider noch kein Spiel von Devisen angeguckt auf internationaler Ebene in der Mountain Dew League. Ich würde gerne mal Light. Oh, der brennt. Danke für das, dass sie ihn selber gelöscht haben. Selber gelöscht. Ja, ich glaube, als Wiedergutmachung, dass Ultimate vorhin durchging. Gucken wir mal. Ja! Was? USP läuft auch! Ja, aber gute Vorarbeit von der Diegel und von den Waffen. So, Patrick zieht das Tempo an. So, macht den nächsten, sucht immer noch. Oh, das könnte gut sein. Das könnte so gut sein. Alka wartet halt eine Ecke. 3 gegen 1 Situation. Und er wartet halt jetzt, bis die Bombe geblendet wird. Die geht Richtung Side. Und die denken halt, die haben das gecheckt, oder? Ja, doch, die wissen, die denken jetzt, kann nur einen holen, das Problem. Nein, ein. Gucken. Ne, den kriegt er nicht. Patrick ist zu heiß, den holst du nicht. Ich bin der USP. Ihn nicht. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Häng auf, was wollte ich noch? Genau, ich würde. Ich hab leider. Ich muss leider mal casten, wenn die Weisen Mountain Dew League spielt. Ich würde gerne mal Light im internationalen Vergleich sehen. Würde mich mal interessieren, wie er sich da präsentiert. Ich glaube, sie haben schon mal keinen schlechten Start gehabt. Ihr schlechten Start haben sie nicht. Ich habe leider das Spiel nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Von daher. Ich muss mir das mal angucken. Entweder Demo oder GoTV oder irgendwas anderes, was in naher Zukunft kommt, oder einfach ein Replay. Okay, was ist das? Alka versucht durchzugehen. CZ-Push. Okay, und sie sind noch zu zweit Richtung B. Der Spot ist eingenommen. Da hat sich auch Klaus K. gefragt, so was machst du, Kollege? Joa, die Weisen arbeitet sich gut weg. Mit 3-7, jetzt 3-8, würde ich sagen, hat man auf jeden Fall schon mal eine solide Cash-T-Seite sich geholt. Und das Geld sieht immer noch sehr gesund aus. Ja, und das Geld bei Entropy wird halt auch nicht mehr. Die sind halt sowas von im Strudel drin. Da reicht es halt nicht, zwei Runden in Folge zu gewinnen, da müssen halt 3 Runden her. Zumindest ist in dem Fall wie eben hier. Joa, dann wird von Skrunk und Light nur noch umgeschossen. Ja, 8-3 und jetzt noch Mindtree Gaming mit einem Buy und Alka nochmal an der AWP. Wieder mal Glass Can schnell Richtung B unterwegs. Da steht schon Alex hier und Light bereit. Es gibt hier einen Run Boost und Alka. Ist er bereit dafür? Oh, ist er nicht. Light macht wieder den Kill. Also Light einfach heute wirklich on fire auf Cash. Push durch die Smoke durch. Aber jetzt sind mit Nummer 1, sind mit Nummer 2. Gut gemacht, sind mit dem dritten. Und der vierte reicht nicht mehr. Patrick kann den Kill traden. Base wird eingenommen. 2-on-3. Also die Weisern wollt ja auch unbedingt wissen, durch die Smoke, durch Pushen, vielleicht auch noch eine Flash hätten sie warten sollen von dem Mate. Trotzdem ist erstmal Spot eingenommen. Immer noch die Chance da, den Retake aufzuhalten. Chris K. und Patrick. Auch Patrick, schöner Move, vom Spot hier wegzugehen. Denn jetzt wird Entropy Gaming in der Regel mit einem Spotspieler rechnen. Aber ist noch einer im Schacht. Den muss jetzt Patrick haben und den hat er aber nicht. Ah, da muss Chris K. besser aufpassen. Ja, schade eigentlich. Wenn da Chris K. den Schacht einen Ticken besser hält vom Engel, den Track macht, dann ist die Runde eigentlich schon fast gewonnen. Ach, schon der Retake. Also vierte Runde für Entropy Gaming. Sie bleiben vorerst im Spiel. Aber wie schon gesagt hast, ich glaube, das Geld, ja, wir haben da. Das ist zu voll noch bei den Weisen. Das dauert, bis da Peter Zwieger durchklopft. Anklopft, das passt. Peter Zwiegert. Oh, da muss erstmal der Flipchart ausgepackt werden, ey, bei die Weisen. Jede Runde AWP gekauft. Wenn das nicht funktioniert, dann ist hier Plus- und Minusrechnung. Genau. Und bisher ist es eher. Okay, das war jetzt zu hart, das Flipchart, glaube ich. Der war richtig hart, der Flipchart. Okay, ich guck mal. Oh ne, hi, welcome back. Ich dachte gerade, ich wollte gerade kurz gucken, ob irgendwie. Ja, sie wollten kurz deine Zeichnung sehen. Kurz Pause also gemacht. Mal nochmal aus dem kleinen Zettel auf. So, das ist. Ne? Macht zu oft Helm gekauft. Dicke Ausgaben. Oft, ist Molly gekauft, nicht eingesetzt, geht auch nicht. Ja.
Okay, der Flipchart braucht noch Beine. und bisher ist es eher für die Weisen. Ein dickes Plus. Ein Plus, ne? Dann gibt es einen schönen Haken. So. Gucken wir mal. Bisher alles noch im grünen Bereich. Und die Doppel-AWP bei Entropy, also Trip und IK, jeweils eine am B, also eine am B und eine am A, jeweils, nee, Trip sogar in der Mitte, auch interessant, da könnte Alex eben vielleicht reinlaufen. Aber wir sehen, die Vison bisher haben sich eher Richtung aufgestellt, haben einen Lurker am B und es ist sogar nicht Alex, der hier lurkt. Jetzt geht's drauf auf den Spot. Scrunk, Patrick, die ziehen einfach Kills. Ey, dieses Refrag-Verhalten ist halt echt gut auf dem A-Spot. Das muss man sagen. Auch eine schöne verzögerte Smoke, die halt direkt hier hinkommt und hier hinkommt. Da gibt's noch einen Plus. Noch. Alles Plus. Guck mal. Da hat man auch ein bisschen Geld, was könnte auch die Flawless werden. Und dann sagt Peter Zwegert, ihr seid clean. Ihr seid richtig gut, ne? Ihr könnt auf die erste Million arbeiten. So, nochmal einen hinterher. Jetzt sind durchgebrochen. Oh, Alex, gib doch mal Abdeckung. Die wollen knifen. Die sollen einfach nur töten, Mann. Die haben so viel Geld, die brauchen nicht mehr aufs Knife zu gehen. Einfach nur töten, die AWP wegnehmen, nichts wegschmeißen. Ist die vorletzte Runde, aber töten. Ja, hallo, für den Disrespect, für den Twitter-Beef. Pause. Ja, vielleicht ein Ticken zu spät. Eise. Oh, da läuft nichts. Abbruch. Die Urne. Die Urne. Urne. Abbruch, die Urne. Okay, not live. Okay, alles klar. Stopp, ich sette die Runde. Guck, und dafür hast du einen Admin auf dem Server, dass er genau das macht. 80% Loss. Ja, damit willst du nicht spielen. Ich glaube, Scrunk hat da Probleme. Der Ping steigt. Der Ping steigt. Unity Media schlägt zu. Der Ping steigt bam, und die Laune sinkt bei ihm. Bam, bam. Bam, bam. Ja, bei mir muss ich sagen, bisher bam, keine bam. Probleme. Ich muss sagen. Aber es ist, glaube ich, mal von irgendwie voll verschieden. Manche haben da mega Beef mit Unity Media. Bei mir läuft es irgendwie voll gar nicht. Also, ich habe auch gehört, dass viele Probleme mit Vodafone haben. ich habe keine Probleme mit Vodafone. Wirklich. Ich habe bisher kein einziges Problem mit meinem Internet gehabt. Ich bin mit einem schlechten Bauchgefühl reingegangen, weil ich bei meinen Eltern auch Probleme hatte. Das wurde aber dann schnell gefixt. Aber ich weiß, dass Kabel-Internet sehr anfällig ist, weil es halt immer noch Shared-Medium ist. Und nicht wie bei der Telekom, 50 Mbit, du hast 50 Mbit. Wenn du nicht zu weit vom Verteiler bist. Ja, ich glaube, es ist halt echt auch so von Location zu Location unterschiedlich. Weil da kommt es echt auf deine, wie lang ist deine Kupfereinleitung. Und bei Unity Media und bei Kabel Deutschland hast du halt immer das Problem, dass halt manchmal, das muss man auch Kabel und Unity Media ankreiden, dass sie zu viel Leute an einen Knotenpunkt legen. Mhm. So, und dann schlägt halt auch mal Unity Media zu, ne? Oder das, was gerade passiert, ne? Dass die Downrate runtergeht oder die Uploadrate runtergeht und der Ping hochschnellt. Das hatte ich bei meinen Eltern das Problem. Mal für ein paar Wochen, da wurde dann neu eingepickt, dann ging es wieder. Aber bisher, wo ich hingezogen bin, ich habe eine Businessleitung von Vodafone mit 25 Mbit Upload und 200 Mbit Download. Und ich muss sagen, diese Leitung läuft 1A. Ich habe bisher noch kein einziges Problem mit der Leitung gehabt. Da gibt es manchmal so einen kleinen Drop nach unten, aber das ist am Tag zweimal. Und das ist nur sekundenweise. Und ich würde sagen, wenn es jetzt nach dem Monolog keine 20% Rabatt gibt für dich, weiß ich auch nicht. Das kommt halt immer auf die Gegend an. Ne? Ist halt das ist halt so, schon so ein bisschen Lotterie. Voll. Aber im Endeffekt, normalerweise, wenn es gut ausgebaut ist, dann soll es auch laufen. Ja, weiter geht's. Also Lex sind wohl behoben, alles gut. 4-9, dafür sieht's nicht ganz so gut aus bei Entropy Gaming. Der wird die nächste Echo. Die sollen Mitte, schöne Flash zur Mitte. Boah, netter Shot von Trip. Und Marley mit dem nächsten Headshot. Also schöne Pop-Flash Richtung Mitte. Können zwei Waffen holen, aber die Vison gut geschalten. Und schon mal den Base wird eingenommen. Trotzdem Retake möglich, wird aber schwer. Bombe wird zu Heaven gelegt. Obwohl sie keinen Lurker haben, der Heaven steht. Okay, jetzt legen sie mal aus Boards. Also nochmal gut umentschieden. Dann Choppy eben wenig Equipment. Keine Lastie. Ja, Alka, warte noch ganz kurz, vielleicht nochmal ein Lurk von hinten kommt, weil Alex, der Fuchs, der lurkt hier gerne. 3 über die Base, Alka über den Schachtgang, jetzt kommt der Sinn vor. Alex mit Nummer 1, Alex mit Nummer 2, Sinn in der schönen Pose, aber leid mit der AWP war zu stark. Letzter Mal Alka, auch sehr schön weggemollied worden und wirklich wunderbar reagiert von die Vison. Molly Richtung Schacht, dann kann man komplett den Fokus Richtung Base legen und da die Tracks setzen. Also,
1A. Excuser approved. Clown nee, approved der bestimmt auch. Approved ist schon reserviert. Du brauchst was anderes. Sini. Das Seal of Sini. Ja, Excuser, Seal of Excuser oder sowas, keine Ahnung. Das ist dann unser neues Emote oder so. Irgendwas, so ein Flame, wo du mich empfehlen kannst. Nicht approved, sondern kein Business oder so. Flamefreier Button. Ja. Mal gucken, es ist die 15. Runde der ersten Hälfte. 4-10. Super Hälfte bisher von Devisen. Aber sie versuchen auf jeden Fall bei Entropy Gaming ihr offensives Spiel weiterhin durchzubringen. Und sie machen es diesmal Richtung Tür. Das ist interessant, das haben sie bisher noch nicht gespielt. Aber sie geht vor B und da warten zwei Spieler. Und das könnte das Timing sein. Gut, das Timing vor allem Zweiter hinterher. Und dieses Timing, was sie haben auf Cash, ist bei Devisen echt gut. Also, wenn es Richtung Spot geht, erwischen sie Entropy Gaming sehr böse. Auf dem falschen Fuß. Auch aber hier wieder gerade. Darf ich irgendwie, weiß nicht, ob sich jetzt Aika gerade für einen irgendeinen rumänischen Zirkus bewerben wollte. Also darf man nicht vom Heaven da irgendwie so runter, irgendeinen Jump da runter hüpfen bei 1,20 auf der Uhr. Finde ich einfach ein bisschen zu. Ich weiß, er wollte auf den Spot gehen, aber ja. Ein unnötiges Risiko eingegangen durch den Move. Ja, da wird es nicht mehr viel zu holen geben, die Weisen. Ist hier mit 11 Runden durch. Und das ist ein gutes Ergebnis, auf jeden Fall. Also 11 Runden auf Cash. Wenn du da jetzt noch die Pistol gewinnst mit einer guten Taktik. Alex hat wieder zwei Flashbangs, ein Dev-Kit. Der Rest kauft Kevlar. Und wir sehen eine Smoke bei Sühn. Ja, und es geht schnell Richtung A. Es sieht so. Ja, Sühn wird hier nochmal smoken. Eine Flash Richtung Tür. Und dann kommt der Argo über die Tür. Also ganz klassisch hier. Und Skrunk bleibt einfach. Ist er abgekackt? Also Skrunk muss. Oha, der hat. Ist das Unity Media. Unity Media hat zugeschlagen. Der hat nichts gemacht. Also entweder hat er einen harten Read gehabt, dass es nur ein Fake wird und kann natürlich aus Push war stehen geblieben. Aber ich vermute mal, ja, Skrunk hatte wohl einen richtig harten Lag. Ja, auch schön Afterplant hier ausgespielt. Also die Kills, die fallen auf Seiten von Entropy Gaming. Letzter Mann, Patrick, gegen 3, muss hier alles geben. Aber wird schon gejagt und Aika mit dem letzten Headshot, die Pistol, geht mal endlich auf die... Ja, aufs Konto von Entropy Gaming und Skrunk erstmal nach der Runde ein guter Neustart. Ja. Aber ich kann Skrunk beruhigen, falls er hier nochmal das VOD anschaut. Ich meine, er wäre auf jeden Fall blind und ich glaube, es wäre schwer geworden, da noch einen Kill rauszuholen. Jo, und der wäre höchstwahrscheinlich einfach überpusht worden. Also da hätte es nichts für ihn gegeben. Vielleicht einen hätte er vielleicht noch rausholen können, aber Glück gewesen. Aber ansonsten wäre, glaube ich, einfach nur tot gewesen. Was ich nicht so gut finde jetzt, dass, ich bin nicht sicher, nee, weil Aika, wie viel Geld hat er noch? Ist es verbuggt, die Anzeige, oder stimmt die jetzt? Die sollte stimmen. Der hat eine UMP gekauft, obwohl er locker Geld hat für AK Westerhelm. Und ich finde immer, die Spieler, die Frags gemacht haben, sollten eher AK Westerhelm kaufen und die anderen die UMPs kaufen, oder die SMGs. Er spart schon mal auf. Für die AWP war, ja. Ja, ist auch wieder recht. Hast auch wieder recht. Aber ich finde es auf Cash gar nicht so schlecht, zwei AKs mitzunehmen. Auf jeder Map finde ich immer, also weil du gehst ja schon damit davon aus, dass du auch die Runde gewinnst. Ja, ja. Und dann musst halt eben in der nächsten Runde nicht nochmal was nachkaufen und die SMG weglegen. Aber ja, ist recht. Wahrscheinlich eben Geld fahren für die AWP. Macht durchaus Sinn. Ja, 5-11. Entropy bleibt auf jeden Fall mit der Runde im Saft. Ganz, ganz wichtige Runde für sie. Und die Frage ist jetzt, wie wollen sie nochmal rankommen? Was ist der Gameplan? Wieder dieses aggressive Spiel, was sie auch schon auf Inferno gezeigt haben, um die Weisen unter Druck zu setzen. Ich weiß nur, dass die Weisen eigentlich ein sehr gutes Cache-Setup hat für den A-Spot und den B-Spot. Wo kauft ihr eure Skins?
Linke Seite. Skinbaron. Skinbaron können wir auch empfehlen. Skinbaron ist wirklich sehr gut. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr das gerne auch bei uns mal auf der Seite besuchen. Auch den Community-Stream, der ist auch powered by Skinbaron. Ja. Und das ist ein deutsches Unternehmen, was Skins verkauft. Oder lieber gesagt, sowas wie OP-Skins nur in Deutschland, da wisst ihr ganz genau. Die sponsoren ein paar coole Sachen auf jeden Fall. Ja. Und auf jeden Fall, ihr wisst ganz genau, wenn irgendwas schief gehen sollte, kriegt ihr euer Geld wieder zurück. Ja, das ist krass, ne? Weil es ist ein deutsches Unternehmen. Das kann man von vielen anderen Sachen nicht erwarten, die im Ausland sind. Weil das alles irgendwo in Amerika sitzt, ne? Da weiß man nie, wo es hingeht. Das ist okay, du Nazi. Wow. Wow. Wenn die jungen Spunde anfangen, übers Alter zu sprechen. Jörg, du bist außer der Reichweite. Alt, älter Jörg. Das vorhin noch kurz gefragt, was ihr Entropy Gaming machen könnt, nochmal ranzukommen. Ich glaube, es wird schwer, weil wenn vor allem Light mit AWP einfach weiterhin so konstant gut umschießt, werden sie, glaube ich, mit dieser offensiven Spielweise, mit der dreisten Spielweise gegen die Wand laufen. Aber ist auch ein Team, finde ich, was viel Confidence hat. Und ich glaube, wenn die einmal merken, die Pushes klappen und damit einen wirklich jeder seinen Track macht, dann könnte es immer eng werden. Aber es wird echt, ich glaube, die ersten Runden werden es entscheiden. Wenn Entropy jetzt nochmal einen guten Start hinbekommt, so langsam hinkommt an das an 11-9, 11-10, dann könnte es spannend werden. Ansonsten, glaube ich, könnte es schon eine harte Überfahrt nochmal werden auf Cash. Das ist korrekt. So, und vergesst nicht, morgen geht es wieder los mit internationalen Counter-Strike. Oh ja. Morgen ist SLI. Und welche zwei geilen Söhne casten das denn? Söhne? Ich weiß gar nicht. Wer castet denn morgen? Und wir dürfen direkt mal SK Gaming übertragen. Zwei richtig gut aussehende, sympathische, ey, SK Gaming direkt, ne? Vollgas. Liquid erstes gegen SK. Spiel. Das geht richtig ab. Und das vom Liquid ist, nice. Ist hat auch richtig Bock in letzter Zeit mit dem Wechsel. Also NAV. Ja, das gefällt mir. Gut eingearbeitet. Das gefällt mir sehr gut. Dann Face gegen Renegades. Ja, ist nicht so ein geiles Duell, weiß auch nicht. Ja, wahrscheinlich kalt. G2 gegen Mousebots. Das wird hart. Das wird gut. Navi gegen Astral ist auch nicht schlecht. Ja. Eigentlich nur Face Renegades, ein bisschen vermute ich mal einseitig, aber man weiß ja nie. CSGO. Ja, man weiß nie. Die Renegades haben sich auch verstärkt. Die haben ja Jacob dazu bekommen. Ja, witzigerweise, also ich hätte eigentlich gesagt, dass Jacob ja eigentlich schlechterer Spieler ist als Nuff, aber ich finde, er funktioniert viel besser und spielt auch seitdem viel besser bei Renegades als zuvor. Und gleich auch bei Nuff, finde ich, der fühlt sich viel wohler bei Liquid. Mhm. Ja. Also die zwei haben da echt profitiert davon. Ja, das ist korrekt. Wir haben ja noch Zeit, bis es losgeht. Also der Skrunk, der startet immer seinen Router neu. So, und wir suchen natürlich auch neue Leute vielleicht im Projekt. Also zurzeit suchen wir Junior-Caster. Ja? Kommt ran. Kommt ran, bewerbt euch. Vielleicht ist der ein oder andere, der denkt, der kann es besser. Der kann sich direkt hier mitbewerben. Ja. Und wer sich nicht sicher ist, einfach übt doch einfach mal. Gibt so viele Sachen zu casten. Habt ihr im Ziel wieder Starter Division? Ja, 99 Damage Liga. Genau, so viele Sachen zu casten. Ein bisschen Übung macht den Meister. Guckt euch das auf jeden Fall noch an. Also lohnt sich auf jeden Fall, wer da Spaß dran hat. Und mal was Neues ausprobieren möchte. Auch vielleicht irgendwelche Top-Matches zu casten. ESL Pro League zum Beispiel. Oder mal hier wieder Excuser. Wenn ich Nap das hier schaffe, dann ist auch kein Ding für euch dort. Ja, dann passt das schon. Dann passt das schon. Ja. Und wer da Bock drauf hat, kann sich gerne bewerben. Ja, und wer Bock auf geile Statistiken hat, der kann mir gerne. Der kann auch mal bei Excuser vorbeischauen. Auf Twitter vorbeischauen. @excuser_rtv. Schöne Statistiken zum Thema Deathmatch. Aim-Training und CSGO. Ja, wer Bock hat auf einen geilen Newsflash pro Woche, der kann gerne mal bei mir auf YouTube-Kanal vorbeischauen. Da gibt's auch immer gute Sachen, Jungs. Wo können wir noch ein bisschen Sellout machen? Was heute, Der Shop, genau. Wer auf Bock auf geiles Merch hat, auf richtig geile T-Shirts, auf die besten Caps, auf die besten Pins, auf die saftigsten. Was ist aber noch im Shop? Der Pulli ist schon richtig nice. Der ist echt nice. Den Pulli, den trage ich immer beim FMB. Der ist schön gemütlich. Ich trage ihn im Club. Und ich sag dir, wie die Mädels drauf abgehen. Die sagen, nein. Safe Call wird er gekauft.
Bei Tinder läuft er auch, oder? Hast natürlich, du das Profilbild auf jedem Bild, auf jedem Bild. Geil. Sein Damage-Merch. Da. Ach, deshalb hast du so viele, so viele Likes. Es ist immer ach nur, so, nur der Merch, das ausmacht. Ah, also denk dran, wenn ihr auf Tinder abgehen wollt wie eine Rakete, dann. Dann holt euch 99 Damage Merch. Könnt ihr schon mal gut vorsortieren, welche Mädels cool sind. Ja. So, irgendwie gibt es wohl immer noch Probleme. Wir versuchen nochmal. Ja, wird schon gehen. Die Weißen brauchen nicht mehr so viele Runden. Also irgendwie werden es schon über die Runde bringen. Ja, weiter geht's. Also, 11 zu 5, erste Runde auf der T-Seite, wurde hier gewonnen von Entropy Gaming. Dementsprechend sehen das bei Divison. Gibt es eine Force Buy mit Deagle CZ 100P250 und Entropy Gaming. Sehr ungewöhnlich für eine Anti-Echo, also für die erste Runde, dass sie einfach zusammen main gehen und Chris K. mit der Deagle. Und werden sie mit ihm rechnen? Und sie wollen vielleicht durch die Smoke explodieren. Chris K. mit dem ersten. Oh, wird aber gebankt. Ah, kann auch keinen zweiten holen. Aber da sitzt noch einer in der Ecke, das ist Grunk Richtung Shroud. Oh, das kann eine ganz böse Situation werden. Oh, das könnte er ausnutzen. Das könnte er ausnutzen. Molotov kommt rein. Sie checken die Ecke nicht. Smoke mit dem Double. Süden nimmt ihn raus, aber wie viel Schaden ist da? Das leidet der Nächste mit der Deagle unterwegs. Oh mein Gott, sie nehmen einzeln an jeder Station, wo Entropy Gaming vorbeikommt, nehmen sie einfach nur die komplette T-Seite auseinander. Entropy Gaming kommt da keinen Punkt raus und kriegt überall ins Gesicht geschossen und überall. Sie kommen hier an, da steht einer. Dann denken sie, oh komm, wir gehen raus. Dann steht hier einer. Dann denken sie, oh, wir gehen ums L, um Forklift, da steht hier einer. Dann denken wir, oh, jetzt haben wir es endlich geschafft. Dann sitzt hier keiner, dann sitzt hier Light, ne? Und das Entropy ist gerade voll vernascht. Wieder Pause. Was macht Entropy? Hab ich schon gelesen, dass Pause ist. Hä? Ist jetzt live? Nee. Nee. Es wird restart. Es ist wieder raus. Abbruch. Es ist auch keiner gestorben, das heißt, man kann es restarten. Ja, Entropy Gaming, denen ist alles egal. Die denken jetzt auch Runde. Die spielen es safe aus, auf jeden Fall. Ich glaube, die sind mega im Fokus. Die sind voll im Tunnel. Leute, B ist sauber. Bombe gelegt. Ja, Light geht schon mal jagen. Ja, die sind voll im Tunnel. Oh, sie haben es. Ja. Guck mal, die waren echt voll im Fokus. Die haben es nicht gepeilt. Ja. Lol. Was? Ja, die haben es nicht gerafft. Wir suchen Stand-In. Jetzt geht's los. Die waren sowas von im Fokus, wie witzig ist das denn? Was soll der? Also, ja, ich glaube, die haben einfach halt nicht aufgepasst am Anfang. Also aus ihrer Sicht halt, die haben nichts vom Chat mitbekommen. Ist auf B drauf, einmal kommt ein Restart, aber. Ja, ja, da war der, glaube ich. Wir können es beweisen. Pause. Ja. Pause. Er ist wieder raus. Und dann kommt gleich Restore und dann auf einmal. Ja. Ja. Da jetzt beruhigen, Jungs. Ja, Entropy Gaming. Muss da ruhiges Blut bewahren. Sind auch sehr emotionale Spieler. Aber ich glaube, sobald die hier gleich mitbekommen, dass eigentlich schon gecallt war. Dann passt das doch. Ah ja, die waren so im Fokus, dass sie da drauf gerannt sind. Anlacko, sag ich mal. Ja, die sind ja einfach durchgepusht, ja. Das pull ich auch nicht auf den Chat drauf. Ja, ich glaube, wir haben voll einen harten Call. So Leute, jetzt Überraschung, jetzt macht B explodieren. Ja, B ist sauber. Okay. Aber klar passiert, man kennt ja selber. Die 15 Sekunden sind nicht zum Ansagen. Alle besprechen sich noch kurz, wird noch irgendwie kurz gecallt, was gemacht wird. Alle full Fokus, konzentrieren sich wieder, was er machen muss. Ja, ja, klar. Was er spielen muss und dann. Ja, es war ja direkt 10 Sekunden später gecallt. Ja, ja. Und laut Regel ist das auch noch möglich. Ja, solange der erste Spiel nicht fällt, ist das okay. Nur das war gerade voll Fokus von Entropy. Joa! Aber was ich noch vorhin kurz sagen wollte, zur Anti-Echo, die gespielt wurde von Entropy Gaming. Ja. Also ich glaube, einige machen es so, nicht viele, aber ich bin bisher noch nicht so ein Fan von. Es kann klappen, das Ding ist halt, was die meisten Teams machen, ist einfach erstmal abdecken. Ja. Weil du erstmal guckst, ob die Gegner vielleicht auf den Move starten und wenn nicht, kannst du immer noch langsam irgendwo exekuten. Was sie jetzt gemacht haben, war, sie haben komplett gesagt von Anfang an, wir gehen zu 5th Main oder macht zu 5th A. Mhm. Sie haben nicht B abgedeckt, sie hatten null Kontrolle von Mitte, von B und sie mussten auf den A gehen. Das heißt, nach dem ersten Kill
hatten sie jetzt wenig, also hätten noch Chance, hätten noch Zeit gehabt, nochmal zurückzugehen, aber haben sich gedacht, wisst ihr was, wir haben Kill geholt, lass trotzdem A gehen und das war so ein bisschen, finde ich, es ist so ein kleiner, nicht ein Gamble, aber man kann doch davor noch Sachen machen und erstmal Info bekommen und dann mit der Info arbeiten und nicht, es ist so ein kleiner Gamble halt zu sagen, ja komm, wir gehen A und wird schon klappen einfach. Habt ihr es gut, dass ihr nicht arbeitet? Ja, wir müssen ja auch morgen. Müssen morgen um 9 Uhr auch aufstehen. Aber war es um 9? Guck mal nach. Es war um 9. Das erste Spiel. War es nicht immer 11:15? Hä? 11? Habe ich gerade geträumt. Du hast geträumt. Es ist um 9. Ist das Spiel. Ich sag dir, wann das erste ist. Gegen Ska. 9 Stunden und 51 Minuten geht's los. Und das erste Spiel ist um 9 Uhr. Wehe, es sind nicht alle von euch, die jetzt hier zuschauen, morgen da. Bin ich sauer. Ja. Um 9 Uhr. Der muss schon arbeiten. Urlaub, die ganze Woche genommen läuft. Jetzt braucht man so ein Stand-in. Leider geht von Sini der. Komm, ich mach mit. Komm. Ja, Sini, das Internet geht nicht, sonst wird er mitmachen. Wird sich direkt hinsetzen. Tauschen wir schnell die Tastaturen. Wär ein bisschen unfair. Denkst du, das ist unfair? Wenn ich noch call. Okay. Oh, Rigon kommt. Also auch guter Satz. Ja, ich glaube, mit dem kann man ganz gut leben. Also das ist natürlich jetzt irgendwie kein Igel wie Skrunk, aber ich glaube, mit der Firepower, die er bringt, dürfte man zufrieden sein. Ja. Also wenn man neu dazugekommen ist, wer sich gerade fragt, wie was geht morgen um 9 los, die Star Series, heißt es so? Ja, Star Series. Ja. Die Star Series I-League Invitational Season 4. Ja. Yep. Also ein dickes Event in Russland? Kiew. Kiew, ja. In Kiew. Fast. Fast, du bist immer noch drüben. Manche Blockzungen würden sagen, bald Russland. Alles natürlich nur Spaß, Jungs. Ja, alles steht morgen eben an, ganzen Tag, Viertelfinale. Gibt's ein paar Spiele. Oh, morgen ist echt viel. Morgen ist. Also, wer es noch nicht weiß, wir gehen einfach mal ganz kurz durch. Morgen ist Liquid gegen SK Gaming, dann haben wir FaZe gegen Renegades, dann G2 gegen Maus. Yep. Ja. Maus Sports spielt morgen. Und dann noch Navi gegen Astralis. Genau, alles Best of Three, Viertelfinale vom Event. Und alles harte Duelle. Ja. Also, das sind alles potenzielle 3-Mapper, meiner Meinung nach. Genau, und ich glaube, geplant ist das im Endeffekt, Dabu, du und ich das Ganze übernehmen werden und ein bisschen abwechseln, damit noch etwas Frische drin bleibt. Zur Info, eine Start-Money-Anpassung an den geringsten Geldbestand wurde eingestellt. Okay. Okay. Sorry, ich muss gerade mal auf den Chat gucken. Ist was ganz Trauriges passiert. Von jemandem ist das Tierchen gestorben. Es tut mir echt leid. RIP. Und willkommen, Skrunk, auf dem Stream. Darf aber wenigstens noch mitgucken. Feels bad, man. Ja. Ja. Viel Spaß. Dann kannst du ja noch ein bisschen hier so mit uns, bei unserem krassen Trash-Talk hier zuhören, den du verursacht hast. Du bist dran schuld, ja, weil du da Probleme mit deinem Internet da hast, ja. Unity Media. Safe Call. Start den Router neu. Aber Skrunk callt ja schon bei Device noch nicht. Weil ja Alex im Endeffekt auch so ein halber IGL war und nicht. Ja, wahrscheinlich nur spontane Calls gibt als Lurker. Denn bisher war es eigentlich meistens taktisch ganz gut gespielt von Device. Also ein bisschen abwechslungsreicher, dynamischer als im Entropy Gaming, die dann schon relativ selten ihren Stil gewechselt haben und zumindest in meinen Augen dann zeitweise etwas berechenbar waren mit den ganzen Moves. Mhm. Auch, also du hast auch gemeint, Cache ist die Map von Divisern. Das sollte eigentlich die Map von Divisern sein. Vielleicht kannst du Skrunk beantworten, aber ich denke, das sollte die Map von Divisern sein. Die waren schon immer stark auf Cache. Ja, aber ich glaube, sie sind zum einen stark auf Cache, also auch leitend AWP wirklich mega gute Szenen gebracht. Plus einfach, würde ich noch sagen, dass sie sich so ein bisschen einstellen konnten auf die Spielweise von Entropy Gaming auf der ersten Map und dann damit auf der zweiten Map auch nochmal ein bisschen besser ins Spiel starten konnten. Ja. 5:12. Ja, wir haben noch ein bisschen Häuschen. Ja, gucken wir mal. Was ist hier los? Hat jeder jetzt Geld bekommen? Hat Rigon Geld?
Irgendwie hat er gekauft schon? 2GB leider. Nee, er hat noch Geld bekommen. Also das Geld ist dafür, Rigon, ja, glaube ich. Jo, es wird aufgeteilt und Abfahrt. Widerlich. Es geht weiter! 5 zu 12! 11 Uhr 17 und wir bewegen uns auf ein Ende zu. Es geht langsam hier um Sieg oder Niederlage. So, jetzt wird Richtung Mitte rausgegangen. Entropy versucht natürlich jetzt nicht mehr einfach Richtung B zu pushen, sondern versucht gemeinsam in die Mitte zu gehen. Ach, oh, sie gehen schon vor. Das ist Light unterwegs mit der Mac 10. Ja, das ist natürlich so viel Geld fahren. Krass ausgeschlossen. Oh mein Gott, was kann er raus? Der kann erstmal alles holen. Und da wird einfach ein Kreuzfeuer reingelunzt am Connector. Oh. Ja, da wird einfach im Kreuzfeuer mit einem hier und einem da alles auseinandergenommen. Das ist tot. Tot wartet da einfach nur noch. Ja, 13 zu 5. Und ja, nicht nur wir bewegen uns auf Mitternacht zu. Ja. Auch bei Entropy scheint es düster zu werden. Leider mit einem sehr gewagten Move hier. Mhm. Also jetzt vielleicht die Vison etwas ja, zu viel Schmackes hier. Ich glaube, sie wollte jetzt unbedingt nochmal die zwei SMGs möglichst gut einsetzen. Hätte klappen können, aber ja, war jetzt sehr optimistisch. Ja. Mit der einen Flash und mit einer Mac 10er rumzuziehen. So, schöner Bego. Kommt rein und jetzt geht's einfach drauf. Jetzt liegt's natürlich an Patrick. Der macht den ersten. Der nimmt die Bombe raus. Oh, nochmal einen schönen Headshot hinterher. Und sie warten zu zweit. Nochmal gut Schaden durch den Motor. Oh, die Flash! Die Flash ist so gut! Was ein Komet! Aber es reicht nicht ganz. Da sind sie wieder schnell nochmal in eine Deckungsposition reingekommen und können sich ein wenig Farbe wieder ins Gesicht geben. Und es reicht nicht ganz. Die Flash war aber gut, da waren drei Leute blind. Ja. Kommt da nicht schnell genug um die Ecke. Und es reicht nicht. Aber jetzt meint Leid ernst, weil der hat jetzt auch keine Lust mehr. AWP am Start. Ja. Ich vermute mal auch wieder Richtung B, was er auch schon als Herr gespielt hat. Und Alex, er will da mit dir reinpushen. Ja, Leid und AWP holt den ersten Frag. Sie checken nicht mit den Close. Da könnte Alex ja noch stehen, holt nur einen. Oh, Mali, schöner Spraydown. Zwei gute Kills rausgeholt. 4 und 3. Und erstmal leichter Vorteil auf Seiten von Entropy. Die können da ist das Duell. Rigon, kommt dann die Waffe, checkt aber die Ecke nicht. Und also mit Sauer. Einfacher Frag für Sinn. Der ist bekannt. Und was hat Chris Kapp? So, der muss erstmal das Duell oben gegen den Roof eingehen, Richtung Vent. So, jetzt haben sie ein Problem. Jetzt sind sie halt angewiesen auf Light. Der muss jetzt performen. Oh, der Molotov kommt gut rein. Den Tick sollten sie gehört haben. Oh, den Arm hat er gesehen und Light macht den ersten. So, smokes jetzt nochmal ab. Kann sich damit nochmal eine Flashbang geben, reicht aber auch nicht ganz. Es ist die 2 gegen 1 Situation für Entropy nochmal die Möglichkeit, ranzukommen und die Weisen auf Bruch zu setzen. Der Molotov sollte es besiegeln und da kann Chris K. safen gehen. Jo, da gibt es nichts mehr für ihn zu holen. Das ist das 7 zu 13. Jetzt hat Entropy eine Möglichkeit, sich auch zurück ins Spiel zu kämpfen. Ja. Weil jetzt hat man die Weisen an einem Punkt, wo sie kein Geld mehr haben. Es fehlt einfach dieser Skrunk, ne? Ohne, ja, es kaum ist nach raus, verlieren sie. Ja. Ja, ich glaube, es war aber auch einfach wieder so eine Sache von Entropy Gaming, die jetzt sehr schwer zu readen war. Ich meine, sie mit einer Popflash zu zweit Mitte rausgejumpt, ohne davor irgendeine Smoke Mitte zu werfen. Und Mali eben holt da beide Kills. Obwohl er von beiden Seiten beschossen wird, war einfach auch stark von ihm gemacht. So, die Weisern wird hier eine Echo einlegen. Die Weisen. Ja, haben eine gesafte Waffe. Mal gucken, was hier Chris K. damit machen wird. Und Entropy Gaming. Die bauen erstmal wieder langsam Richtung Mitte auf. Aika mit der AWP sucht den ersten Kontakt. Findet gleich Chris K. mit der M4, somit rausgenommen. Und jetzt versucht die Rieger nochmal zu bekommen. Also, wird auch serviert. Leid mal wieder B gepusht. Und kann hier Ultimate holen, der einfach eine AK mit bester Helm hatte. Aber Leid. Ja. Nice. So geht's auch. Nochmal der Schuss hinterher von Zyn. Ja, der hat ordentlich gefressen, aber im Endeffekt sollte das reichen. Ich hoffe, sie können es jetzt verteidigen. Patrick kommt noch mit der Waffe ran. Kann aber den Frag nicht machen. Viel, viel HP abgezogen bei Mali und Zyn. Jeweils 19 und 16 HP. Reicht aber nicht ganz. Ohne Kevlar, ohne Waffen machst du da einfach nichts. Neue Chance für die Weisen, ja, auf eine 14. Runde zu kommen. Entropy baut langsam Geldpolster auf.
Ja, Light nochmal an der AWP. Der hat bisher, ja, gefühlt jedes AWP-Duell gewonnen. Am B. Jo, einmal der Headshot hinterher. Das kann Alex erstmal für sich entscheiden. Ja, es war irgendwie anders in der Whitebox. Ja, es war, sorry, es war Patrick. Ja. Alex hat aber irgendwas gefressen. Wahrscheinlich mit ein paar Banks und HE oder sowas. Als er also es gleicht sich nochmal ganz gut aus. Und sie bauen nochmal A auf, wir sehen es, die T's sammeln sich vor A. Aktuell zwei Leute auf dem A-Spot, einer Mitte und sie lassen B einstehen. Also eigentlich ganz guter Read von Device. Und Alex mit dem Frag in der Mitte. Und hier Alka raus, sie holt den nächsten weg. Also schön mit dir reingepusht. Bombe sogar. Die Bombe ist am Start. Oh, jetzt kommt die Panik. Jetzt kommt die Panik bei Entropy. Jetzt haben sie halt nur noch das 2 gegen 5. Dank Alex. Und dann ist es Rigon, der ist beendet. Also, der Stanton ist on point. Jetzt hat er auch eine Waffe. Und jetzt kann es losgehen. Ja. Dass Alex hier noch 2 Frags mit 25 HP macht? Ja, ich glaube, der ist genau mit dir reingepusht. Jetzt bin ich dran. Ja. Jetzt ist der Nächste dran. 109er Ping. Ach, das geht noch. Ganz ehrlich. Ja, Skrunk gönnt Alex einfach gar nichts. Weil er gleich gededost. Ja. Skrunk denkt jetzt, wie? Alex, du performst? Nee, das, so geht das nicht. Du wirst jetzt von mir gededost. Ich zieh dein LTE. Jetzt ein schneller Straight-Up Argo, aber auch gut die Molotov-Reaktion von die Weisen. Erste Welle Go aufgehalten, aber wir sehen es in Entropy Gaming noch genug Nades vorhanden. Nochmal A anzuspielen. Sie warten erstmal ab. Sie haben noch genug Zeit. Mhm. Sie müssen nur aufpassen, weil sie wieder früh die Kontrolle abgeben, dass er nicht wie so ein Lurch Alex irgendwo reinschleicht und das ausschließt. Er ist diesmal Richtung A unterwegs. Oh, guck mal, vier Leute haben Leid. A. Oh, was der eine halt, gute Information hat, macht Leid. Der hat mich nicht zurückgedrängt. Deshalb macht er einen Riesenfehler, ist der Argo. Und jetzt geht's los, jetzt geht's drauf. Oh, die Flash kommt gut gegen Rigon rein. Da warten sie aber immer noch mit zwei Leuten Richtung Side. Chris K. macht den Refrag, fällt aber auch direkt. Alex steht Richtung Side. Alex, dreht auf! Macht nochmal das 2 gegen 2 draus. Und Patrick kann den Refrag holen. Also Alex hier, der Retter in der Stunde. 44 Sekunden, die Weisen steht kurz davor, vielleicht die nächste Runde zu holen. Aber es ist immer noch Mali und Patrick, passt auf. Gut gehalten von Alex und ein gutes Aiming da bewiesen, dass er da nochmal diagonal hochzieht, den Frag so sauber runterspielen kann. Gut gemacht. Richtig gut gemacht. Ja, Alex auch mittlerweile 20 Frags voll. Mali auch 20 Kills. Ist einfach also. Aber es war wieder im Endeffekt die Entscheidung, dass sie Light B rein aimen lassen. B 0,0 Gegenwehr kommt und dementsprechend zu viert A stehen können. So, und Patrick macht den ersten in der Mitte. Ja, das ist natürlich jetzt doof für Entropy. Jetzt ist das Geld weg. Und sie müssen halt mit so einem jämmerlichen Forcefire irgendwie handeln. Und dann verlieren sie noch ihre einzige AK. Ja. Und das Richtung May. Ja. Ich glaube. B eingenommen. Ja. Und die AWP bei AK. Das könnte schon abgehen, dass wir nicht zu viel wollen. Da sind nämlich zwei. Nehmt's gar nicht ab. Der Winkel ist eigentlich gut. Der darf es bloß nicht übertreiben. Boah, der macht's. Den ersten kann er sich aufs Konto buchen. Aber die Flash kommt gut reingeflogen. 8 HP, 2 gegen 1 Situation. Und Mali, der hat noch die Bombe. So, die Frage ist jetzt, er könnte es theoretisch noch runterspielen. Patrick hat halt nur noch 8 HP. Aber der macht's einfach super safe. Und ich denke mal, die Weisen wird auch jetzt kein Risiko mehr eingehen. Die wollen jetzt den Sack zumachen. Und das Problem ist, er lässt sich so viel Zeit, die Smoke fadet in der Base. Er könnte nachsmoken, aber verrät sich damit. Genau. Hätte jetzt noch eigentlich die Chance nutzen können, auf den Spot zu schleichen. Aber ich würde auch wahrscheinlich auf gut Glück Base rein aimen und durchschleichen. Boah, geht sogar weiter vor. Aber und dann wieder abgeben. Sehr schön gespielt, Patrick. Perfekt gespielt. Ja, die Weisern einfach doch nochmal ein Stückchen besser aufgestellt, besser gespielt. Besser zusammengespielt, dynamischer gespielt, somit auch verdient gewonnen. Mit 2-0, glaube ich, könnte zufrieden sein. Entropy Gaming in diesem Fall ja schon fast chancenlos gewesen, zumindest auf der zweiten Map. Ja, damit GG well played an beide Teams. Ja, die Weisen einfach auf Cash schon immer ein gutes Team gewesen und das haben sie auch hier gezeigt. Einfach super runtergespielt. Ja. Muss man sagen, genau wie in der letzten Season, Cash war gut, in der Season scheint es noch ein bisschen ausgereifter zu sein. Ja. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja, das war der erste Spieltag für uns in der 99 Damage Liga. Und ich würde sagen, wir schauen mal ganz kurz auf die Tabelle. Viel hat es ja natürlich noch nicht getan, weil wir haben erst zwei Spiele. Ja. I'm Euronics auf Platz 1, gefolgt von Devisen, auch mit einem 2-0. Rundendifferenz sollte ein bisschen besser bei Devisen sein. Das dürfen wir nicht vergessen.
Und die anderen Spiele sind alle noch dran. Wir haben einmal postponed und am 28. haben wir Final Gaming gegen die Panthers. Planet Key gegen Attacks wurde verschoben. Genau wie Planet Key Dynamics gegen Auronix verschoben wurde am 21. Also die Spiele haben noch nicht stattgefunden. Am besten einfach auf die Homepage gucken. Da seid ihr top informiert, wann die Spiele sind. Und es sollte eigentlich weitergehen dann am 27. Also einmal mit Panthers Gaming gegen Berserk. Vielleicht wird da auch eins der Nachholspiele stattfinden. Und am 28. mit Final Gaming gegen die Panthers. Und also die dürfen dann zweimal spielen. Vielleicht legt man es auch so. Das ist ja alles ein bisschen flexibel immer. Ne? Es wird eine Bomben-Season. Also man merkt schon bei der ESL-Meisterschaft, die Teams sind zum Teil echt auf Augenhöhe und es wird richtig hart umkämpft werden, die Plätze. Ja, denke ich auch. Und wie gesagt, du hast ja erwähnt, das Feld ist sehr, sehr eng zusammen. Morgen geht's weiter. Mehr Counter-Strike, anderer Kanal. Und zwar internationales Counter-Strike. Ja. Wir haben es ja schon erwähnt. Schaut auf jeden Fall morgen vorbei. Die Starladder I-League Invitational und Season 4. Nicht vergessen, weil sie eben bei Twitch nicht über den Hauptkanal läuft, sondern über so einen Starladder-Kanal. Korrekt. Genau, dass ihr da nochmal einen Blick drauf werft. Also genau. Der läuft sogar noch im Rerun, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Nee, der ist